Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir zeigen, wie du zu Hause ganz einfach Latte machen kannst, Latte Art machen kannst. Und zwar brauchen wir frische Milch. Die sollte fettreich sein, also 3,5%ig am besten. Ich wiege den Milch immer ab. Also in meine Tasse passen immer 300 ml Milch. Und das Ganze wird dann erwärmt in der Mikrowelle. 2 Minuten bei 700 Watt. Parallel dazu bereite ich meinen Espresso vor. Also ich nehme meistens Instant-Kaffee. Ich habe keine Kaffeemaschine zu Hause. So Luxus habe ich leider nicht. Das Ganze wird dann mit heißes Wasser gelöst. Ich lasse es dann kurz stehen, dass ich dann vollständig lösen kann und musste gar nicht schütteln oder sonstiges. So, dann, wenn die Milch fertig ist, also aufgewärmt ist, sollte von Temperatur hier etwa von 55 bis 65, 70 Grad sein. Also wirklich nicht mehr. Und ihr seht, es ist im grünen Bereich. Also ist meine Milch optimal aufgewärmt. Ich gebe das Ganze in einen Mixerbecher. Also der Becher sollte nicht viel größer sein als das, was ihr seht. Weil sonst haben wir so viel Luft in dem Bereich und dann ist der Milch nicht so soft. So, am besten hier nur wirklich die minimale Geschwindigkeit nehmen und nicht die maximale. Sonst wird der Milch so schnell aufgeschlagen und zu fest und ist nicht mehr so geschmeidig. So, genau. Und das Ganze nur 40 Sekunden ungefähr, 40 bis 50 Sekunden. Dann geben wir unsere Milch in unsere Milchkrug. Ja. Und das Ganze wird dann praktisch geschwungen, also diese Drehung gemacht und wieder aufgeschlagen, damit diese Luftbläschen von unten nach oben kommen und aufplatzen und wir dann eine einheitliche, geschmeidige, schöne, softe Milchtextur bekommen. Also ihr seht, es glänzt richtig schön, es ist richtig soft. Und dann die Tasse in die Hand halten, das muss schräg gehalten werden, erst in große Schwingung drehen und dann bringt man die Krüge nah, genau, um diese Muster reinzukriegen. Und wenn ihr das höher kriegt, dann wird praktisch dieses Muster wieder kleiner oder verschwindet fast, ne? Ich will ja praktisch ein Smiley, also zwei Augen und ein Mund. Und durch diesen Effekt ist es einfach von der Handhabung zu hantieren. Und die Kreise müssen halt jetzt nicht so groß sein, aber so wie ihr seht auf dem Bild, so ungefähr sollen die aussehen. Das Ganze ummantle ich dann nochmal mit Schokoladensoße und jetzt wird praktisch von einem Auge zu dem Mund hin und her gezogen und bis zu Ende. Und dadurch erhalten wir eine schöne Muster, also praktisch das ist dieser Hinterteil von den Schwanen. Und dann hoch zum Hals und ins also den Schnabel dann lang gezogen. So sieht es am Ende aus. Viel Spaß beim Nachbacken. Vielen Dank.